Willkommen zum Wieland Food Review. Hallo YouTube. Wir sind gerade im Sellout-Stream. Wir haben 250 Subs geschafft an meinem Geburtstag. Ich habe mir Wasser zum Runterspülen geholt in einer Cola-Flasche. So, was haben wir hier alles? Wir haben die Big Roll mit Spicy Flavor. Irgendwas mit einem Fisch drauf. Keine Ahnung, was das sein soll. Geschreddeter, getrockneter Tintenfisch. Ein Mochi. Ich glaube, Mochi ist nicht so schlimm. Mochi habe ich schon mal gegessen. Seaweed Snacks. Uah, die sehen ganz furchtbar aus. Coco Balls. Und der absolute Ekel-Oberhammer. Milchsoda. Das ist Milch mit Kohlensäure. Ich habe auch gedacht, ich habe tatsächlich gedacht, dass es verboten ist, Kohlensäure in Milch reinzutun. Ist es aber anscheinend nicht. Wir fangen mit der Big Roll an. Es ist getrocknetes Seegras, was normalerweise nicht schlecht ist. Ich mag getrocknetes Seegras. So um so diese Reisdreiecke drumherum ist super lecker. Aber das ist sehr trocken und sehr scharf. Und knuspert sehr. Ich denke, das ist mit Abstand das nicht Schlimmste gewesen. Sushi nennt man das auch. Nein, ich meine nicht Sushi. Ich meine nicht Sushi. Ich meine diese Dreiecke. Sushi sind keine Dreiecke. Als nächstes probieren wir die Seaweed-Snacks aus. Alles mit Seegras. Sehr viel Seegras-Zeug. Ich weiß nicht, die haben zu viel Seegras in dem Laden. Can you handle the heat? 100% spicy. Da ist oben Seegras, unten Seegras und in der Mitte Reis. Und da steht 100% Bulldog Flavor. Super spicy. Direkt aus Korea. Ist nicht schlecht. Ist Retalk nicht schlecht? Ist mir halt auch nur zu scharf. Also es ist wirklich verdammt scharf. Ich glaube, meine Freundin hat nur scharfe Sachen mitgebracht, weil sie weiß, dass ich scharf hasse und es tut wirklich weh. Ich habe mir halt die ekligen Sachen für später aufgehoben, nach Kaleb. Die ekligen Sachen kommen noch. So, Mochi, da beißen wir auch einmal ab. Mochi ist in Ordnung. Mochi ist vollkommen fein. Ich denke nicht, dass Mochi eklig ist. Meine Freundin hasst Mochi, deswegen hat sie es wahrscheinlich mitgebracht. Die mag die Konsistenz, glaube ich, gar nicht. Schmeckt halt nach Mochi. Ist sogar actually lecker, das esse ich nachher noch. Die Konsistenz von Mochi ist manchen zu viel, ja. Als nächstes machen wir die Schoko Balls. Ich hoffe, die sind einfach nur Schoko. Die sind auch gut. Kann man essen. Nee, gehen auch ganz schwer runter, die Schoko Balls. Als nächstes haben wir das hier. Das ist für. Da habe ich tatsächlich ein bisschen Panik vor. Das sieht auch gar nicht appetitlich aus im Gegensatz zu dem Rest. Ja, das sind Tentakel. Ich glaube, da habe ich legit keinen Bock drauf. Oh, und wisst ihr, was auch noch kommt? Die Kohlensäuremilch. Oh, die riechen! Ich kann das nicht. Ich stelle mich bei sowas extrem. Sowas fällt mir wirklich sehr schwer. Ich finde das schon eklig zum Anfassen. Ich weiß nicht. Ich finde so Tintenfische und so Kalamari und so. Manche Leute lieben das. Ich hasse es. Ich hasse das. Ich hasse diese Art von Fisch. Den Rest schmeißt du in Müll oder nee? Vielleicht schmeckt das meiner Freundin ja. Also wie gesagt, das hier kann man nebenbei snacken. Ein paar Sachen davon kann man snacken, aber diese Tintenfischdinger werde ich nicht essen. Nicht empfehlenswert, wir gehen weiter. Und vergessen diese Experience ganz schnell. Das war extrem trocken und super. Ich konnte es nicht essen. Ich habe es fast gar nicht. Ich habe es nicht im Mund gehabt. Ich habe es in den Mund genommen, kurz ein bisschen drauf rumgebissen, gemerkt, dass es super trocken ist, extrem eklig, nach Fisch schmeckt und habe ich es ausgespuckt. So, jetzt haben wir noch irgendwas Getrocknetes. Das ist quasi das gleiche als Fisch. Wir nehmen ein so ein Ding. Das ist nicht so viel. Das andere, das war wirklich ein richtiger Happen. Das ist nicht. Das ist nicht so schlimm. Das schmeckt wie, als wär's Papier. Jetzt haben wir den grünen Abschluss. Das werde ich auch nicht austrinken. Ich werde es meiner Freundin bringen, damit die es auch mal probieren kann. Aber wir haben hier die Milchsoda. Hey, und Leute,
Die machen das seit 1973. Schütt das mal in dein Glas. Oh, soll ich ein Glas holen und das da reinschütten? Ja, ja, ich tue es in ein Glas rein, damit wir es uns anschauen können. So, mit dieser Milch findet alles ein Ende. Ziel ist es, dieses Glas hier auszutrinken. Okay? Es ist sehr dünn. Es ist sehr dünn. Es ist irgendwie noch mit Wasser versetzt. War nicht so schlimm, muss ich sagen. Ich habe es mir deutlich schlimmer vorgestellt. War nicht schlimm. War einfach. Ist mehr ein Softdrink, ja. Es schmeckt nur ein bisschen nach Milch. Ich habe gedacht, das ist wirklich straight up Milch in so ein Kohlensäuregerät reingetan. Aber das ist so ein bisschen noch mit Zucker und besser als Leverkusen.